Hallo zusammen zu einem weiteren Market Watch auf meinem Kanal. Ich sitze jetzt hier um 1.47 Uhr am 3.3.24, damit dieses Video für euch pünktlich quasi morgen früh für euch quasi jetzt online gehen kann. Denn ich finde, so ein Market Watch, der muss schon relativ aktuell sein, sonst macht das nicht so viel Sinn. Und es hat sich natürlich auf dem Markt wieder so einiges getan. Deswegen wollen wir natürlich ein bisschen drüber schauen, gerade auch was Karten betrifft für die Zukunft. Das heißt, über Tenpai Dragon möchte ich noch ein bisschen sprechen, dann natürlich über noch ein paar Reprints aus dem Battles of Legend Set und natürlich auch tatsächlich ein bisschen über den Preisverfall der Feuerkarten, weil die Banlist-Angst, die schwebt da ja schon aktuell so ein bisschen im Raum, muss man ganz klar sagen. Und vielleicht auch erstmal generell vielen Dank für euren fetten Support bei dem Banlist-Prediction-Video. Falls ihr das noch nicht gesehen habt, checkt das sehr, sehr gerne ab und vergesst nicht, heute Nachmittag um 14 Uhr geht auch noch die neue Folge vom Timeout online, das heißt eine neue Podcast-Folge. Checkt das alles sehr, sehr gerne ab. Über Support freue ich mich sowieso. Daumen nach oben, Kommentar und natürlich auch gerne ein Abo. Sorry, dass dieses Intro schon wieder ein bisschen länger gedauert hat. Und ganz wichtig, bevor wir jetzt mit diesem Market Watch starten, nochmal ganz kurz erwähnt, bitte kauft hier heute nicht blind drauf los. Überlegt euch bitte wirklich ganz genau, welche Karten ihr kauft und braucht, und macht das nicht aufgrund meiner Meinung. Das ist mir nochmal wichtig zu erwähnen. Dieser kurze Disclaimer, und wir starten mit der Karte Heatwave. Ich glaube, das hat man in den letzten Tagen schon wieder so ein bisschen mitbekommen, dass diese Karte in Tenpai Dragon gerne quasi zum Stunnen benutzt wird. Ich denke, die Karte sollte eigentlich allen geläufig sein. Ich möchte sie trotzdem mit euch kurz nochmal durchgehen. Die Karte sagt, diese Karte kann nur am Beginn von Main Phase 1 aktiviert werden. Bis zu deiner nächsten Draw Phase kann kein Spieler Effektmonster als Normal- oder Spezialbeschwörung beschwören. Das heißt, in der heutigen Zeit heißt diese Karte also, du machst nicht so viel. Aber mit Tenpai Dragon kann man das halt sehr, sehr gut benutzen, weil die natürlich auch nette Battles Phase Effekte haben. Deswegen, ja, ist auf jeden Fall eine sehr, sehr gute Karte. Und die hat halt nicht so viele Prints. Aktuell sind wir da aus dem Speedwell Starter Deck Ultimate Predators. Predators, glaube ich, heißt das. Sorry, wie meine Aussprache, ihr wisst ja, Englisch und ich, dass wir werden keine Freunde mehr. Und auf jeden Fall ist die bei 4,99 € die Kopie. Also, ja, ne, günstig ist was anderes. Und gerade wenn wir uns da auch mal ein paar andere Prints von anschauen. Das heißt zum Beispiel diesen hier aus Starstrike Blast, da ist es dann noch ein bisschen teurer, ist halt eine Rare. Sind aber insgesamt auch nicht so furchtbar viele Artikel auf dem Markt. In dem Fall sind es jetzt hier 104, bei dem Print von eben, da sind wir bei 103. Ne? Also theoretisch kann diese Karte eigentlich kaum noch droppen, weil es da im Vergleich halt kaum noch Prints gibt. Was haben wir hier noch? Hier ist noch Speed Tournament Pack 5. Das könnte man theoretisch auch noch kaufen. Gibt es aber noch weniger Listings, tatsächlich nur 18 Stück. Also ja, Hitzewelle oder Heatwave ist sehr, sehr beliebt. Da kann man natürlich spekulieren, vielleicht bekommen wir davor nochmal einen Reprint. Keine Ahnung, ist natürlich alles möglich. Deswegen komplett reine Spekulation, aber was klar ist, wie gesagt, sehr gute Karte, keine günstige Karte. Ihr könnt eure Meinung gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr glaubt. Bekommt ihr noch einen Reprint, bekommt ihr keinen Reprint, und würdet ihr die jetzt kaufen oder würdet ihr die nicht kaufen? Würde mich sehr interessieren, wie eure Meinung dazu ist. Dann haben wir das letzte Mal über den dreiköpfigen Drachen gesprochen, beziehungsweise dreiköpfiger Drache heißt das Ding. Und die war das letzte Mal, ich glaube, so bei 20 bis 30 Euro hier in Secret Rare. Ist jetzt ein bisschen teurer geworden, gibt nur noch 31 Listings. In dem Fall hier in Near Mint natürlich nochmal deutlich weniger. Die ist jetzt zwischen 40 und 60 Euro. Und wirklich Alternativen dazu gibt es aktuell nicht. Man kann die theoretisch noch in Ulti kaufen aus Raging Battle. Da seht ihr den Preis selber. Ich denke, dazu brauche ich nichts sagen. Oder eben dann auch noch die Ultra Rare, ebenfalls aus Raging Battle. Gibt es einige, ja, gibt es eine sehr günstige und alle anderen sind sehr teuer. In dem Fall 89 Euro, 119 Euro und 34 Euro. Also das ist natürlich schon eine wirklich große Differenz. Sorry, meine Stimme möchte heute um die Uhrzeit nicht mehr so richtig. Aber die Differenz zwischen dem Preis, die ist in dem Fall halt schon gewaltig. Und da habt ihr das letzte Mal auch geschrieben, das ist schon so ein Kandidat, der durchaus Reprint gefährdet ist. Bin ich 100% bei euch, nur frage ich mich so wirklich so, ja, welches Set, wo können wir noch Reprints letztendlich erwarten, wo sowas reinpasst, wo sowas drin sein kann. OTS-Pack, vielleicht als Common, hatten Leute geschrieben. Sicherlich eine Möglichkeit, die Frage ist halt wirklich, wie realistisch ist das Ganze. Ich würde mich freuen, wenn es passiert.
Wie realistisch ist es am Ende? Ich weiß es nicht. Wie gesagt, schreibt es gerne in die Kommentare. Dann haben wir noch die Karte Sirenengesang. Haben wir alle bei der YCS gesehen. Wurde da nochmal getecht. Die hatte er davor schon mal so einen kleinen Hype. Und der Hype, der hat sich nicht bestätigt. Ich habe die Karte auch ein bisschen getestet. Ich bin jetzt kein großer Fan dieser Karte. Ist nicht schlecht, keine Frage. Aber ich denke nicht, dass ich die für 4,30 Euro die Kopie aktuell kaufen würde. Hier in Secret Rare gibt es, glaube ich, auch noch etwas günstiger. In dem Fall für, ja gut, gibt sich nicht viel, ne? 4,50 Euro, in dem Fall ist die Ultra Rare sogar teurer. Also wenn, dann überhaupt die Secret Rare kaufen hier aus der Legendary Collection. Ist natürlich auch schon ein paar Tage her, dieses Produkt. Aber da ist die Secret tatsächlich dann am Ende günstiger. Dann haben wir Albion, der Heiligfeuerdrache. Auch eine Karte, die ich eigentlich neulich in den Market Watch schon mal thematisieren wollte. Die ist im Preis insgesamt tatsächlich wieder gestiegen. Liegt natürlich daran, dass das die Karte ist, die den Puppet Lock letztendlich erzeugt. Und Branded aktuell ja auch nicht so schlecht. Es erzielt natürlich hier und da seine Tops. Also der insgesamt ein wirklich solides Deck und deswegen eine sehr teure Karte. Allerdings natürlich, auch wenn ich es jetzt bei der Banners Prediction nicht mit drin hatte, sicherlich ein Kandidat, der nicht ganz ungefährdet ist. Also ich kann mir durchaus vorstellen, dass Konami vielleicht auch einen Ansatz wählt, wo sie sagen, naja, wenn wir schon eine Banners machen, dann alle Locks gleich mit weg. Und dann kann das natürlich ein Kandidat sein, der da eben auch von betroffen ist. Deswegen, naja, lassen wir uns überraschen. Dann haben wir die Nummer 90, Galaxie irgendein Photon her. Da haben wir den Reprint bekommen in Battles of Legend Chapter 1. Insgesamt kostet das Ding immer noch knapp einen Zehner, hält sich preislich relativ stabil. Wir sind bei 1055 Listings mittlerweile angekommen. Viel mehr werden es nicht werden. Wie gesagt, das Produkt wurde nicht so viel geöffnet und die normale Ultra Rare, die liegt dann etwas höher. Aber insgesamt gibt sich das auch da nicht viel. Und dann haben wir noch Yubel, der sicherlich auch aktuell immer noch sehr gefragt ist. Der Yubel-Hype, der dauert noch, bis der wieder abflacht. Aktuell ist das noch nicht der Fall. Da sind wir bei der Special, beziehungsweise bei der Silver Ultra Rare aktuell bei knapp 6 bis 7 Euro. Also einer wird wahrscheinlich ausreichen. Und dann haben wir die Ganze natürlich auch noch in der normalen Ultra Rare. Sieht es ähnlich aus. Wie gesagt, die ist immer ein kleines Stückchen teurer. Und wir haben natürlich in den letzten Wochen viel über die Karten drumherum gesprochen. Die steigen. Aber eine Karte, die haben wir so ein bisschen vergessen. Und das ist Samsara, die Lotus. Und da gibt es natürlich aus Phantom Nightmare genug Listings. Aber ihr habt sicherlich gesehen, was mit Geist von Yubel passiert ist. Die ist auch ganz schön teuer geworden, kostet mittlerweile 1,20 Euro die Kopie. Und bei der Karte kann ich mir das durchaus vorstellen, dass das in eine ähnliche Richtung geht, weil die ist auch extrem stark und auch eine sehr gute Karte, die als 3-off in diesem Deck in jedem Fall gespielt wird. Da sind wir im Playset aktuell bei 30 Cent, aber man sieht da auch an der Kurve, die geht langsam nach oben, sind wie gesagt noch 2213 Listings, aber die Karte würde ich auf jeden Fall mal beobachten und für all die, die Yubel generell in Betracht ziehen zu spielen, die sollten sich die Karte auf jeden Fall für diesen Preis ranholen, wenn ihr es nicht sowieso schon gemacht habt. Dann müssen wir tatsächlich auch mal über Geisterungeheuer Ulti Gaia Pelio sprechen, eine Karte, die ich super lange mir nicht mehr angeschaut habe, aber dadurch, dass wir dieses Jahr natürlich auch noch neuen Ritual Beast Support bekommen und der tatsächlich auch gar nicht so schlecht ist, das sieht man im OCG und die Karte immer noch ein guter Negate ist, denke ich durchaus, dass man sich überlegen könnte, ob man den Gamble hier eingeht und diese Karte kauft. Man weiß natürlich nicht, bekommt die einen Reprint in dem Produkt, wo natürlich der neue Support drin ist. Ich denke, das liegt relativ nah, dass man das macht. Aber ihr wisst auch, dass man in der Vergangenheit öfter mal auf Karten geschissen hat und die dann halt nicht gereprintet hat und die dann halt sehr, sehr teuer wurden. Deswegen kann man hier durchaus überlegen, so eine Karte vielleicht zu kaufen. Wie gesagt, ich würde es mir wirklich gut überlegen, weil es kann halt auch einfach sein, dass die dann in 3 Monaten gar nichts mehr kostet. Aber ich dachte mir, für die Vollständigkeit reden wir zumindest mal ganz kurz drüber. Dann haben wir Seelen der Magier. Die ist tatsächlich auch sehr, sehr krass gestiegen. Die hat ja ihre kurze Hype-Phase, wo die letztendlich in Snake Eye pur gespielt wurde. Finde ich auch nach wie vor eine sehr gute Karte, gerade wenn man die Karte auf 3 spielt. Und vor allem die Combo, wo man quasi mit Snake Eye Ash und Magician Souls zusammen Full-Combo legt. Die ist schon ziemlich krass. Kann ich gegebenenfalls vielleicht auch mal ein Combo-Video zu machen. Aber ich glaube, aktuell sind die Videos oder generell Combos zu den Feuerdecks, glaube ich, nicht mehr so gefragt. Dann wollen wir aber auch ganz kurz über die anderen Prints der Karte drüber schauen, weil es gibt natürlich da noch ein paar mehr. Und zwar die aus der Legendary Collection, beziehungsweise Legendary Duelist Season 3. Da ist ein bisschen günstiger im Playset, auch hier 14 Euro. Gibt es aber, glaube ich, auch noch in anderen Farben das Ganze. Und zwar in Rot. Und
Da sind wir, ja, da ist tatsächlich sogar noch ein bisschen teurer, hätte ich jetzt nicht unbedingt erwartet, muss ich sagen. Und dann hier eben auch noch die blaue Ultra Rare, das ist dann die günstigste bei 13 Euro die Kopie. Die nächste ist dann aber auch schon wieder bei 15,90 €, also insgesamt Magician Souls keine günstige Karte, aber wir wissen natürlich, dass diese Karte ihren Reprint bekommt in der Rarity Collection dieses Jahr noch. Das heißt, wenn ihr die Karte loswerden wollt, ich denke, einen besseren Zeitpunkt als jetzt werdet ihr nicht mehr bekommen, weil ja, teurer wird sie de facto auf keinen Fall mehr. Und wenn wir schon über Karten sprechen, die droppen, dann müssen wir tatsächlich auch über die Feuersachen sprechen, denn was da gerade abgeht, ist auch krass. Wir haben vor einiger Zeit uns beschwert, dass die Sachen unfassbar teuer sind und ja, die droppen gerade alle. Also wir sind bei Wanted aktuell bei 55 € die Kopie im Playset. Ich glaube, so günstig war die überhaupt jemals so günstig. Ich glaube, selbst zu Release war das Ding teuer. Ich glaube, dass der neue Tiefpreis der Karte liegt natürlich, wie gesagt, daran, dass alle Leute wissen, dass dieses Deck definitiv einen Hit bekommen wird. Also die ganzen Feuerdecks. Nur ist die Frage, in welche Richtung und wie hart wird der am Ende, weil ich glaube, wir sind uns alle einig, dass in die Richtung zwangsläufig irgendwann was passieren wird. Und das ist eben die Angst, die da aktuell so ein bisschen mit im Raum steht. Und deswegen droppen all diese Karten. Bonfire, genau das Gleiche. Da sind wir aktuell immer noch bei knapp 66 € die Kopie, ist immer noch schweineteuer, aber nicht mehr bei den 75 €, die wir dann letzte Woche noch hatten. Also das ist dann schon nochmal ein kleiner Unterschied. Und natürlich droppen auch die anderen Karten. Der Pappel zum Beispiel, brauche ich da zwei Stück von, sind wir aktuell bei 18 €. Die Kopie ist natürlich auch super cheap im Vergleich zu Release und natürlich auch Princess, nicht mal mehr 20 €. Ja. Krasser Preisverfall auf jeden Fall. Ich weiß gar nicht, vielleicht hat jemand von euch Lust, sich mal die Mühe zu machen. Rechnet doch gerne mal aus und schaut, wie teuer ist aktuell so ein Snake Eye oder ein Snake Eye Fire King Deck Stand jetzt im Vergleich zum Mega-Hype. Es würde mich schon mal interessieren, wie teuer das Stand jetzt ist. Ich meine, es ist immer noch alles sehr, sehr teuer, aber auch deutlich günstiger. Und dann müssen wir tatsächlich auch nochmal über ein anderes Deck sprechen, was auch gerade doch ziemlich gute Ergebnisse erzielt hat und auch hier und da ein bisschen überrascht hat, und das ist Raidraptor. Und auch da sind die Preise natürlich doch noch mal gut nach oben gegangen. In dem Fall haben wir hier Überfallraptor aufsteigender Rebellionsfalke, ist auch einer der neuen Tower Monster, beziehungsweise das neue Tower Monster, wirklich eine sehr gute und eine sehr interessante Karte. Ist auch insgesamt bei 1,50 € die Kopie. Ich bin mir jetzt nicht sicher, ob man ein oder zwei Kopien davon braucht. Mein Gefühl sagt mir, wahrscheinlich spielst du den eher einmal. Können die Raidraptor-Spieler unter euch gerne mal in die Kommentare schreiben, weil so ein Tower, den cheatest du wahrscheinlich nicht mehr als einmal letztendlich raus. Deswegen, ja, ich glaube, einmal wird sicherlich reichen. Aber auch andere Raidraptor-Karten sind am Steigen. Wir haben Überfallraptor, weißer Kauz, tatsächlich eine Karte aus Duel Overlord. Wir wissen, was mit den anderen Duel Overlord-Karten passiert ist. Die Karte ist jetzt hier bei 50 Cent. Ich denke nicht, dass sie gut genug ist, um gebannt zu werden. Und dann gibt es auch noch Überfallraptor Arsenalfalke, auch sehr, sehr teuer geworden wieder. Also die Karte hatte natürlich schon mehrere Hypes. Insgesamt aktuell mal wieder einer, ist bei knapp einem Fünfer, wird sicherlich irgendwann auch nochmal einen Reprint bekommen. Ist aus Rise of the Duelist. Ich muss mal gucken, ist das nicht sogar dann, ja, 2020. Also wird nicht mehr allzu lange dauern, bis diese Karte dann auch mal ihren Reprint bekommt. Und dann haben wir noch Überfallraptor Würgender Lanius. Und das Ding ist natürlich schweineteuer. Ihr seht es auch im Preisgraph, der ist richtig hochgegangen. Wir sind bei 16 € die Kopie im Playset. Also ja, brauche ich nichts zu sagen. Der Raidraptor-Hype ist da auf jeden Fall auch real. Und ich, wie gesagt, ich finde das Deck wirklich nicht schlecht. Das hat wirklich viele Konstanten in seinem Deck drin, dass es doch diese Tower sehr konstant rausbekommt. Kann mit Nibiru und Co. tatsächlich relativ gut dealen, muss man aber sehr clean spielen, das Ganze. Also wirklich ein sehr überraschend gutes Deck, muss ich sagen. Ihr könnt eure Meinung zu Raidraptor und den Karten gerne mal in die Kommentare schreiben. Es gibt natürlich noch viele weitere, die man hier hätte erwähnen können, aber ich denke, das sollte für den Moment erstmal ausreichen. Das war's mit dem heutigen Market Watch. Ich hoffe, ich konnte euch nochmal wieder ein bisschen mit auf den neuesten Stand nehmen und bringen. Und ja, ich glaube, ich werde mich dann auf jeden Fall jetzt hinhauen, weil jetzt haben wir kurz nach zwei. Schickt dann für heute viel Spaß mit dem Market Watch und einen schönen Sonntag. Und in diesem Sinne würde ich sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.